Willkommen im Kanal Gehacktes from Hell und guten Morgen live aus der Bierscheune in der alten Hölle inmitten von Brandenburg. Hier auf dem Land kennen wir das ja. Die Internetversorgung gestaltet sich manchmal schwierig. Der Freifunker Thomas Hühn zeigt uns nun an einem Beispiel aus Thüringen, wie es doch funktionieren kann. Hier existiert Freifunk seit 18 Jahren als Genossenschaft. Nach dem Vortrag von Thomas machen wir noch eine Runde Q&A. Stellt eure Fragen von zu Hause via Twitter mit dem Hashtag RC3Hell oder im IRC oder Rocket Chat unter Hashtag RC3-gehacktesfromhell. Und nach dem Vortrag und der Diskussion könnt ihr dann auch noch mit Thomas direkt im Jitsi diskutieren. Jetzt erstmal viel Spaß beim Talk. Hallo zusammen. Es freut mich, dass ich über unsere Genossenschaft, die Evernet EG und das Freifunknetzwerk berichten darf. Seit 2003 haben wir ein lokales, über fünf Dörfer erstreckendes Freifunknetz. Gehacktes vom Hell, das war das einzig sinnvolle Bild, was ich dazu finden konnte. Und ich bin Bluse, bin Professor an der Hochschule Nordhausen. Ihr könnt mir gerne E-Mail schreiben, den Link seht ihr. Ihr könnt auch gerne schauen, was ich so programmiere auf meinem GitHub-Account. Und heute möchte ich euch unser Netzwerk kurz vorstellen, was wir über die Jahre im Internet machen und was unsere aktuellen Baustellen sind. So, wo ist denn überhaupt unser Freifunknetz? Wir sind in Thüringen, dort wo der grüne Pfeil endet, befinden sich unsere fünf Dörfer. Ich zoome mal so ein bisschen ran, was wir hier sehen. Ich sitze gerade in Sundhausen unten links. Unser Funknetz erstreckt sich noch über die Gemeinden Kletschert, Urleben, Tottleben und Kirchheiling. Wir haben innerhalb der Dörfer einen relativ zügigen Backbone mit einem Gigabit und 69 GHz links am Start. Darauf gehe ich im Folgenden noch ein. Und unser Netz speist sich von vier VDSL-Anschlüssen, die alle um Sundhausen liegen. Das heißt, Sundhausen wird versorgt von extern. Unsere Anschlüsse liegen in Kirchheiligen, Urleben und Klettstedt. Was macht unser Freifunknetz aus? Wir haben in dieser Slide zusammengefasst, was denn jeder, der bei uns im Genossenschaftsnetz mitmachen möchte, für Kosten aufbringen muss. Einmalig muss jeder, der Genosse werden will, 120 Euro für Hardware bezahlen. Wir entscheiden als Genossenschaft, ob das ein TP-Link-Router vorkonfiguriert wird oder ob das Rundstrahlantennen werden mit einem APU-Board. Also wie die eigentliche Installation vor Ort aussieht, das machen wir von dem jeweiligen Standort abhängig. Jedes Mitglied in unserer Genossenschaft zahlt seit 2008, seit Gründung unserer Genossenschaft 12 Euro im Monat und kann damit machen, im Netz machen, was er möchte. Es gibt quasi keine Begrenzung bezüglich, wie viele Leute können irgendwie im Haus mitmachen oder wie viel Verkehr wird erzeugt. Die Betriebskosten, wie viel Bedarf es, um so einen Freifunk-Evernet-Router zu betreiben, das halbwegs vergleichbar irgendwie zu allen anderen. Ne? Man hat so circa 8 Watt pro Router, so einen Monat im Euro, also einen Euro im Monat, den man an Strom betreiben muss. Und dann versorgt man alles das, was um einem liegt, an der Nachbarschaft mit einem Netzwerk. So, wie sieht so eine typische Installation bei uns aus? Ich habe mal ein paar Bilder zusammengetragen, wie so die klassische Evernet-Installation aussieht. Das ist genauso ähnlich wie vermutlich in
so ziemlich jedem Freifunknetz Deutschlands, Europas, dass man sagt, okay, es gibt einen Maststandort, da hat man irgendwie so einen Router dran, hier in dem Fall eine CPE 510 von TP-Link, der wird mit einem PoE-Netzteil gepowert, das geht mit einem Netzwerkkabel oder mit einem PowerLAN ins Haus und dort ist ein Access Point dran oder mehrere, quasi in großen vier Seiten nur hat, sind das 2, 3, 4, 5, 6 Access Points und da sind dann Fernseher, PlayStation und so weiter, alle Clients verbunden. So, ein paar Impressionen. Wie sieht das auf dem Dach aus? Seht ihr hier? Die beiden links und rechts Bilder demonstrieren oder zeigen, ich sag mal, relativ ausgebaute Installation. Ne? Sieht schon fast aus wie ein großer Sendemast eines Mobilfunkproviders. Das ist hier jeweils an zwei Gaststätten in Urleben, beziehungsweise an einem quasi an einem Punkt in Sundhausen, wo sowohl eine Omni-Antenne, wo Richtfunkantennen und so weiter verbaut sind. So sieht das bei mir zu Hause aus. Das heißt, auch ich habe eine relativ große Installation mit einem quasi, ne, mit einem Mast-L und mehreren Richtfunkverbindungen als auch eine Omni-Antenne, um im Dorf mitzumischen. Das sind auch zwei Punkte bei mir im Haus. Das war einfacher aufzunehmen, wo wir sowohl links als auch rechts von Mikrotik 60 GHz Geräte sehen, die eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung zur Nachbarschaft aufspannen, jeweils mit einem Gigabit pro Sekunde. Das ist so der quasi die latest Hardware, die wir einsetzen. Rechts geht es zu unserem Schenksturm, links ist das jetzt ein Link zu meinem Nachbarn. Das ist einer der, ich sag mal, an vielleicht 20% unserer Standorte haben wir ein Gehäuse, ein 19 Zoll Gehäuse installiert. Das ist jetzt immer noch spartanisch bestückt, aber in der Mitte gibt es quasi unseren Freifunkrouter, so ein Apu-Board. Oben sind diverse Switches und Verteiler. Unten ist so eine kleine USV, die im Stromausfall so ein bisschen Stromversorgung noch machen kann. Und im Haus selbst, das heißt vom Dach im Haus, setzen wir typischerweise aktuell Xiaomi-Geräte ein. Die sind gut und günstig. Hier sehen wir so ein Xiaomi 3G, V1, V2, der so um die 40 Euro momentan zu haben ist. Gute 400 Megabit per WLAN rausgibt. Und wir haben ein Setup, dass wir sowohl eine private Ethernet-Zelle haben pro Haushalt, die Geräte, die jeder Genosse dort verbinden kann, für Drucker, für ganz quasi private Smart Home-Geschichten, wo keiner aus dem Netz draufkommt. Wir haben eine www.ethernet.de-Zelle, wo jeder Genosse mitmachen kann und so eine Art Gastzelle. Willkommen in Sundhausen, willkommen in Urleben, willkommen in Klettstedt. Die, naja, ne, passwortlos ist, wo sich quasi jeder Besucher so ein bisschen Internet mit Benutzung einholen kann. Also, was machen wir in den letzten Jahren? Ich muss mal ganz kurz einen Schluck trinken. Und zwar, um genau zu sein, in den letzten 2 Jahren bauen wir innerhalb der Dörfer unsere Technik von 5 GHz auf 60 GHz um. Das, was wir hier sehen, ist so eine Mischinstallation. Wir sehen diese, na, relativ große runde Schüssel, das ist schon 60 Gigahertz. Links, das kleine Gerät, ist noch 5 Gigahertz. Ich werde das gleich nochmal zeigen. Ich will aber vorher nochmal auf die neuen Geräte eingehen. Das sind solche 69 Gigahertz Geräte. Rechts, das pure Gerät von Mikrotik in diesem Fall, ein WAP 60G, Access Point links, dasselbe Gerät mit einem Shielding, also mit einem quasi Blechkorpus, der die Reichweite erhöht, der so ein bisschen noch, ich sag mal, eine bessere Übertragung und eine längere Reichweite erzeugen kann. Und wenn es
über, ich sag mal, mit dem Setup von der vorhergehenden Slide schafft man vielleicht so 200, 250 Meter. Wenn es über dies hinausgehen soll, dann kommen solche 60 GHz Schüsselgeräte zum Einsatz. Und das will ich euch gerne mal zeigen, was wir gemacht haben. Das heißt, klassischerweise haben wir ein solches Ubiquiti 5 GHz Punkt zu Punkt Device im Einsatz und machen damit, ja, ich würde sagen, locker seit 10 Jahren, in der Technik vielleicht seit 5 Jahren, Punkt-zu-Punkt-Strecken zwischen diesen Verbindungen unserer Häuser. Der braune Anstrich sind hinten so eine, also ein Kupferlack, um noch so ein bisschen die Richtwirkung zu verstärken. Wir schaffen so vielleicht irgendwas zwischen 200, 300 Megabit. Diese Geräte lösen wir ab mit 60 GHz Technik. Das, was ihr eben gesehen habt, beziehungsweise das, was ihr unten noch im Bild seht, sind solche kleinen, mit einem 60 GHz Radio ausgestatteten Geräte, sehr gerichtet, nicht mehr durch Bäume oder durch kleine Hindernisse durchgängig, aber mit dem großen Vorteil, dass sie ein Gigabit symmetrisch mit einem etwas geringeren Stromverbrauch zur Verfügung stellen. Und wir stellen nach und nach die Links in unseren Dörfern auf diese 60 GHz Technik um und fahren das seit 2,5 Jahren sehr zum, ich sag mal, zum Zufriedenstellen unserer Genossen, das Netz extremst entlastet wird durch solche Backbone-Links, nicht mehr so sehr beeinflusst wird, weil wir von 5 GHz auf 60 geschwenkt sind und wollen das im Prinzip in allen Dörfern so weit ausrollen, denn das hat sich nicht nur bewährt, sondern ist eine ganz prima Sache, die wir quasi empfehlen können als Intra-Backbone-Technik in einem Freifunknetz. So, was haben wir für lokale Projekte? Es ist also nicht nur so, dass wir mit den DSL-Anschlüssen jedem Internet anbieten, sondern hier und da benutzen wir unser Intranet für, naja, für, ich sag mal, kleine Im-Dorf-Projekte, die ich euch bebildert habe im Folgenden. Wir nutzen unsere Infrastruktur und wir haben dem quasi den Namen Digital Hub gegeben, dass wir in nicht nur unseren 5 Gemeinden, Köfferling, Sundhausen, Todtleben, Urleben und Kletzsche, das sieht man jetzt hier nicht in der Karte, sondern auch in Blankenburg-Bruchstedt. Wir bilden gemeinsam die Region Seltenrhein. Wir haben dort links oben angefangen, ein System installiert, das in 6 Gemeinden so ein Display installiert ist mit einem kleinen Raspberry Pi. Das kann man sich vorstellen wie so eine Art schwarzes Brett. Dort werden lokale Informationen, ne, wann gibt es ein Fußballspiel, wann gibt es einen Kaffee trinken, wann gibt es irgendwo ein gemeinsames Event, einen Tanz, eine Kirmes. Das wird dort ausgestrahlt. Im Prinzip typischerweise neben dem schwarzen Brett, was es sonst so im Dorf gibt. Wir haben, ups, nur zurück. Wir haben digitale Briefkästen. Das heißt, man kann bei uns auf dem Blatt Papier aufschreiben, was einen bewegt, schmeißt das in so eine Art Scanner ein und das wird kuratiert und in den Ablauf dieser Displays mit angezeigt. Wir haben oben rechts in unserer Grundschule in Kirchhellingen ein digitales Landzimmer installiert, um im Prinzip den Schülern zu ermöglichen, sich zu treffen. Ne, so ein bisschen überdachter Raum, da können die zusammensitzen, haben Evernet, haben Internet und können dort quasi Wissen zusammentragen von älteren Leuten. Das dort auch eben auf den Displays gezeigt werden kann und als guter letztes kleines Projekt, was es nur
bisher in Sundhausen gibt, die Generationspassage. Das ist ein Weg zu unserem Kindergarten, den wir neu gestaltet haben, mit einem Touchscreen, mit eben auch so einem Display und so einem Scanner, wo man durchläuft, seine Kinder abgibt, sich ein bisschen informieren kann oder mal kurz verweilen kann. Das sind so die, naja, vier kleinen Projekte, die neben dem irgendwie Freifunk stellt Internet, die noch bei uns laufen. Ja. So, wie sieht das aus? Unser Dorfanger in Sundhausen. Geradeaus sehen wir quasi unseren Gemeindesaal, unsere Schenke mit unserem Schenksturm und der Uhr. Auf dem Schenksturm gibt es so eine kleine 10-Zoll-Installation, die sehen wir links. Das sind also diverse Backbone-Links auf dem Turm installiert, die in alle möglichen Richtungen scheinen. Diese Generationspassage sehen wir oben rechts. Das ist so der Durchgang bei uns zum Kindergarten. Hinter unserer Gemeindeschenke ist der Kindergarten. Und diesen Durchgang kann man sich ne, so an diesen beiden Bildern vorstellen. Unten ist so ein bisschen aus der Bauphase, wo die Displays installiert sind. Und in der Mitte quasi, wo man, ne, wenn man so ein Puzzle installiert, für die Kids und die Eltern können quasi am schwarzen Brett schauen, ne? Was gibt es so für News? So sieht es bei uns im Dörfchen aus. So, unsere aktuellen Arbeiten sind ist im Prinzip eine Dauerarbeit, dass wir als Funknetz, Freifunk mit der Zeit gehen müssen, um den Netzanschlusspunkt schneller zu machen. Und wir sind gerade dabei, und, also was heißt gerade, ne, so seit auch irgendwie 1,5 Jahren von 100 Megabit unseren TP-Links 510ern umzustellen auf eine neue gigabitfähige Hardware, nämlich eine Banana Pi R64. Das möchte ich euch gerne im Folgenden noch ganz kurz vorstellen. Was machen wir da? In der Hardware-Auswahl, was im Gigabit Ethernet-Bereich funktioniert, ist das Best Supported Open WRT Device aus unserer Sicht der Banana Pi R64 Router. Da passen zwei WLAN-Karten rein, der hat fünf Netzwerkanschlüsse, der ist per PoE Powerbar, der hat ein Onboard 2/4er Radio und die, ich sag mal so ein bisschen der Nachteil ist, dass, ne, wenn man sich eine Karte dort reinsteckt, wie hier auf dem Stubentisch und mit Pigtails verlängert, mal schnell bei der Frage ist, ja Mensch, es gibt gar kein Gehäuse für Indoor, für Outdoor, was machen wir denn da? Und wir haben in dem letzten Jahr ein 3D-Gehäuse selbst designt, gedruckt und über verschiedene Iterationen weiterentwickelt. Und so könnt ihr euch das vorstellen. Was wir hier sehen, ist unten so eine Grundplatte mit einem kleinen Bügel, wo man Pigtails einschrauben kann, mit einem Deckel. Und im Endeffekt hat das Banana Pi eine Halterung bekommen, um in das Gehäuse einklickbar zu sein. Und diverse Teile sind hinzugekommen und das würde ich euch jetzt gerne noch mal so ein bisschen zeigen, weil das hat uns kurz vor Weihnachten intensivst beschäftigt, was wir denn da an diversen Gehäusevarianten bauen können. Wir haben das auch noch auf unserem GitHub veröffentlicht, könnt ihr alles nachdrucken, selber mitmachen. Es sieht quasi so aus. Ich halte das auch noch mal in die Kamera. Wir haben eine Grundplatte. Auf dieser Grundplatte ist hier in Orange, die Grundplatte ist grau, in Orange, dort kommt so ein Banana Pi rein und man kann das quasi auf dem Masten installieren. Hat hier hinten so eine Art Dreieck, zack, schiebt hier im Prinzip die Halterung rein, kann das ganze Gehäuse am Mast verbauen und wir haben sowohl für Indoor als auch diverse andere Masthalterungen Geräte, ne? Und zack, hier kommt das Gehäuse drauf. So kann man sich das grob vorstellen. Das ist quasi der neue Enclosure für unser Netz, um auf einen Gigabit abzudaten. Und zwei aktuelle zusammengebaute Varianten möchte ich euch nicht vorenthalten. Das ist einmal diese hier. Hier sehen wir im grauen Gehäuse mit der Grundplatte ein Banana Pi verbaut. On top ist quasi in Orange
so eine Deckplatte. Dort sind jeweils eins, hier sind zwei und hier ist nochmal eine, also vier Antennen für das 2,4 GHz Radio verbaut. Das heißt, die strahlen nach vorne ab. Dort kann man sich mit dem Access verbinden. Und wenn ich das mal so ein bisschen drehe, hier sind vier Antennenanschlüsse, wo man die Rundstrahlantennen, um im 5 GHz an diesem Meshknoten teilzunehmen, anschließen kann. Das ist die eine Variante. Und davon gibt es ganz unzählige. Möchte ich euch auch gar nicht zu sehr langweilen, aber hier so ein bisschen die Weiterentwicklung dessen, dass mit einem Duplexer, der in der Lage ist, sowohl 2,4 als auch 5 GHz zusammenzulegen, wir nur noch vier Antennen rausführen. Hier genauso unser Gehäuse drum pappen. Zack. Und das Ganze am Mast verbauen wollen. Das sind die Arbeiten, die wir im Januar, im Februar, ne, wenn das Wetter zulässt, angehen. Und jedem, der bisher nur 100 Megabit haben konnte, dann bis zu einem Gigabit anbieten wollen. Ja, das war jetzt in aller Kürze und kondensiert, also zusammengefasst, was unsere kleine Genossenschaft macht. Wenn ihr Fragen habt zu, wieso habt ihr eine Genossenschaft, wieso habt ihr keinen Verein, zu, ne, was kostet denn so eine Genossenschaft, neben dem mit euren 12 € Einnahmen, wie weit kommt ihr denn da, über alles andere, was ihr gerne beantwortet haben wollt, gibt es im Anschluss eine Question-and-Answer-Session, als auch im Anschluss daran noch einen Jitsi-Raum. Und ich freue mich, euch hier und da aus unserem quasi dörflichen Freifunkleben berichten zu können. Nur zu, das war meine kurze, quasi gehacktes From Hell-Vorstellung der Evernity. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao.